und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das ist jetzt mein neues Video. In diesem Video geht es um meine Lidschattenfavoriten. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch schon mal bei einem YouTuber oder generell im Internet gesehen hat. Ich persönlich noch nicht, weil ich schaue sehr viele YouTube-Videos und so. Und ich habe mir gedacht, sowas trage ich halt. Ich bin nämlich halt in der Früh aufgewacht und habe mir gedacht, heute schminke ich mich so richtig herbstlich, weil ich finde, heute scheint die Sonne, heute ist kühl. Und finde doch, es kommt schon ein bisschen der Herbst. Jetzt haben wir gedacht, jetzt schminke ich mir auf herbstlich drum. Dieser krasse Lippenstift und ja, ein bisschen ein stärkeres Augen-Make-up. Falls euch das Augen-Make-up gefällt, lasst es mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann mache ich nächstes Mal oder wenn ich die Videos wieder drehe, ein Video eben, was das, wie ich das gemacht habe und so. Wie ich das gezaubert habe. Ja. Ich würde es eigentlich nicht lang drum herum reden. Ich wollte nur sagen, Information. Ich habe ja, wie trenne ich richtig die Wäsche, das Video aufgeladen. Das ist jetzt schon länger aus. Und da hätte ich eigentlich das, wie wasche ich richtig auf Editor müssen. Nächstes habe ich leider ein Problem gehabt unten in der Waschküche. Drum, tut mir leid. Und, aber nächstes Mal nach dem Video kommt wahrscheinlich das, wie trenne ich richtig. Wie wasche ich richtig oder vielleicht sogar davor. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Ich sitze heute mal woanders, und zwar auf der Couch. Ich habe mir es halt ein bisschen gemütlich gemacht. Und ich fange jetzt mal an, dass ich mir meine Drogeriefavoriten, also nicht meine Drogeriefavoriten, sondern meine Lidschattenfavoriten einfach mal präsentiere. Und zwar, meine allerliebsten Lidschattenfavoriten sind Naked. Weiß ich nicht, ob ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt, meine Schminksammlung, da sind sie auch sehr häufig genannt. Ich liebe die Naked-Paletten. Das ist jetzt die Zora, die sind eben von Urban Decay, die gibt es nur beim Douglas und im Internet bei Douglas, glaube ich auch. Ja, ja klar, wenn es beim Douglas gibt, ja, egal. Auf alle Fälle, das sind meine Lieblings-Lidschattenpaletten. Ich mag die voll gern und vor allem das Coole ist, wenn man die aufmacht, es sind einfach wirklich viel drinnen und was ich einfach so cool finde, dass unter jeder Lidschattenfarbe ist einfach ein Name. Zum Beispiel der schwarze Blackout. Oder zum Beispiel der da, Tease, der jetzt ein bisschen viere. Ich finde die Farben recht neutral. Ich finde eigentlich, die gehen über das ganze Jahr. Also jetzt nicht nur im Herbst oder im Winter, sondern ich finde, die gehen auch im Frühling, im Sommer. Also die gehen eigentlich wirklich immer, finde ich. Bei denen Lidschatten finde ich also cool, du tust einmal mit dem Pinsel ein und es ist so viel Material oben, dass du einfach einmal reinfährst und dein ganzes Auge ist wirklich perfekt geschminkt fast. Also ich liebe diese Paletten. Eins muss ich dazu sagen, auf Amazon gibt es auch, habe ich vergessen. Sie sind wieder ein bisschen teurer. Also eine Palette kostet 45 Euro. Ja, zwischen 35 und 50, genau. Ja, ich finde aber, es zahlt sich aus, weil du kommst mit so einer Palette ewig lang aus. Und wenn ich mir jetzt einen normalen Lidschatten kaufe um 2 Euro von Essence oder so, da komme ich halt nicht lang aus. Und darum bin ich voll für die eigentlich. Ja. Das ist mal die Naked 2. Natürlich habe ich da noch mehrere da. Dann mache ich mit der Naked weiter und zwar die Naked Urban Decay Smoky. Die habe ich persönlich erst einmal benutzt und zwar, ich finde auch das Design schon voll cool. Das ist halt ein bisschen so verschmiert und ja, finde ich echt cool. Wenn ich es jetzt aufmache, sehr dunkle Farben. Smoky sagt eh schon, das ist eine dunkel heißt Smoky und das heißt, dass die Augen auch dunkler und betonter und vor allem wirklich, man fällt auf mit den Augen, wenn man Smoky schminkt. Und da haben halt auch wieder voll viele Lidschattenfarben und da stehen dann drunter zum Beispiel 13 oder Whisky oder Smolder. Das Coole an der, die haben halt wirklich sehr, sehr dunkel und die habe ich erst zweimal benutzt und darum ist das jetzt, schaut das auch noch sehr relativ schön aus. Ja, es sind zum Beispiel auch 4 Farben dabei, die was ein bisschen heller sind, einfach so zum Highlighten oder ober der Lidfalte und so. Ja, die kostet auch, glaube ich, ja, zwischen 35 und 50 Euro kosten die Naked Paletten. Ja, ich finde es halt einfach schön, man kommt ewig lang aus, habe ich vorher schon gesagt, und das Geile, das absolut wirklich Coolste ist ja, da sind überall bei den Lidschatten Paletten Pinsel dabei. Das heißt, das ist voll, also das finde ich echt schon voll cool. Ja, also die würde ich auch empfehlen, nur ich nehme es nie, weil ich mich nie gern so richtig dunkel schminke. Ich bin eher einer, der was dezent ist. Aber wenn man mal wirklich aufhören will oder mal was wirklich vorhat, wie zum Beispiel ich gehe am Samstag ins Casino und da werde ich wahrscheinlich mir ein bisschen Ärger schminken, aber auch nicht smoky. So, dann
dann geht es natürlich gleich wieder weiter, nämlich auf der linken Seite habe ich da meine Paletten, wisst ihr, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und zwar mit der Naked 3 von Urban Decay. Sag ich ja, ich habe sehr viele von Urban Decay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die neuesten sind, habe ich noch nicht auf Douglas geschaut. Ja, auch wieder, das ist eher, es sind eher Rosé-Töne, also wirklich Rosatöne. Und da ist ein bisschen dunkel. Also das finde ich wirklich voll cool. Und ja, ich denke dann auch wieder die unter die Lidschattenform die jeweiligen Namen. Zum Beispiel Strangel, Last oder Liar. Und die Farben finde ich auch recht cool. Die haben halt relativ glitzerig rein. Aber ja. Und ja. Also die habe ich auch noch nicht oft benutzt. Obwohl ich mich jeden Tag schmink fast. Außer ich habe gar nichts vor. Aber ja, hilft nichts. So, und dann kommen wir dazu. Ich habe ja mich heute ein bisschen geschminkt, habe ich ja schon vorher gesagt. Und da habe ich zum Beispiel die Lidschattenfarbe von der Lidschattenpalette. Urban Decay Heat. Also die finde ich voll geil. Das war so eine Limited Edition. Und das sind halt alle Rottöne für den Herbst. Also da haben echt ganz schön viele Rottöne. Und seht ihr, ich habe das heute zum allerersten Mal benutzt. Und da ist, wie gesagt, da ein Pinsel drinnen. Und wenn man den aufmacht, die haben einfach von der Qualität, Entschuldigung, so super. Also wirklich, besser geht's gar nicht. Und die haben echt voll klasse. Und da haben auch wieder zwei hellere Farben. Und zum Beispiel da Wounds oder Cayenne oder Dirty Talk. Ja, die Farben finde ich auch geil. Und falls euch eben das Make-up interessiert, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann mache ich das einmal anders mal. Und was ich noch sagen wollte, der Lippenstift, falls euch der auch interessiert. Und zwar den hält ihr sogar da. Ah, das ist der von MAC und zwar der Retro Matte Liquid Lip Color in der Farbe B58. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, weil den hat es in einer Limited Edition gegeben. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Auf alle Fälle, das ist der Lippenstift, falls es wen interessiert. Ja, und wie gesagt, ich finde das halt einfach cool, dass da in den Lidschattenpaletten eben immer ein Pinsel dabei ist. Ist nicht bei alle dabei und eben. Ja, Rottöne, perfekt für den Herbst. Ich weiß nicht, vielleicht schaut mal Douglas oder so, falls euch interessiert und vielleicht gibt es ja da die. Was ich auch noch sagen wollte, ich bin ja ein mega MAC-Fan, aber zum Beispiel, ich habe mir noch nie von MAC ein Lidschatten gekauft. Ich weiß nicht, ich bin einfach so der Urban Decay-Fan, dass ich gar nicht zu MAC eingehe will, weil vielleicht ziehe ich da was Besseres oder keine Ahnung, aber ich bin echt voll fasziniert von denen. Die sind echt so gut, da muss ich wirklich ein Lob aussprechen an Urban Decay. Wirklich sehr super. So, dann habe ich noch die Lidschattenpalette und zwar die von BH Cosmetics von der Mrs. Bella. Die ist ja auch voll die coole YouTuberin, ich finde die so sympathisch. Und die ist leider schon sehr benutzt, also die habe ich wirklich schon oft benutzt. Da haben wir da zum Beispiel Blood Man oder Nox oder Storm. Und das ist eben ein Blush und das ist ein Highlighter und das sind die Lidschatten. Finde ich auch recht cool, ist leider kein Pinsel dabei, aber sieht ihr eigenes Pinselset auch schon. Ja, finde ich echt cool, aber ich bin trotzdem noch von der Urban Decay sehr fasziniert. Darum nehme ich auch die weiteren regelmäßig. Und dann habe ich noch eine Palette, die möchte ich jetzt außen nicht sagen, weil die ist leider nicht geputzt. Die schaut wirklich grauenhaft aus. Und zwar ist das die von Sleek, die Palette. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Vintage Romance 141. Die ist schon sehr benutzt, weil ich die sehr, sehr oft nehme, wenn ich zum Beispiel nur daheim bin und nichts vorhabe, dann nehme ich meistens einen Lidschatten, die was halt nie zu teuer sind, weil die Urban Decay sind doch sehr teuer und die, glaube ich, kostet 8 Euro oder so und sieht man, die oberen 4 sind schon fast weg und die unteren nicht. Es ist halt so schwierig bei so Farben, zum Beispiel die, was sehr dunkel sind, dass man die irgendwie kombiniert mit ein bisschen hellere, es ist sehr schwierig, aber die ups, jetzt habe ich es gesagt, die kann man auch sehr gerne sagen, das ist leider ein Make-up-Ding. Die kann man auch gerne kaufen, könnt es wirklich gern, aber ich würde, ja, die Urban Decay, aber wenn es ein bisschen billiger sein wird, die da. Ja, sonst muss ich eigentlich nichts mehr zu dem Video sagen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Und zwar, auf alle Fälle, schaut auf meinen Kanal vorbei und zwar unbedingt unten in der Infobox stehen dann alle Urban Decay Sachen drinnen und Sleek und bla bla bla, wie ich eine Lidschattenpalette mir heute hergezeigt habe. Unbedingt vorbeischauen in der Infobox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bitte lasst mir gern einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!